Gut, das funktioniert. Funktioniert immer mit dem Fuffi. So. Ja, dann wir fahren jetzt wieder. Und jetzt fahren wir mal zum Wasser. Ein Lichtchen. Mal gucken. Also gucken, zu, ja, gucken zumindest fahren wir. Nicht unbedingt baden, aber gucken. Dieses hier soll eine schöne Küste sein. Wenn wir heute Abend ein Plätzchen finden zum Wohnen, dann bleiben wir da. Ja, mal einkaufen. So. Auf geht's. Ach, eine schöne Landschaft hier. Da ist schon ein Meer zu sehen. Ach, wie schön. Da brauchen wir uns gerade rüber. Und noch über das größere Meer, was dahinter kommt. Und dann sind wir hier schon zu Hause. Da kommt übrigens noch Florida dazwischen. Dann wären wir zu Hause. So, jetzt fahren wir mal an die Spitze da vorne. Knuckig. Das war eine Stelle. Angeblich soll das Wasser hier sauber sein, da bin ich ganz entspannt. Bis jetzt haben wir den Golf immer nur so komisch trübe erlebt. An allen Stellen, wo wir ihn gesehen haben. So, also wir waren gerade hier an so einem Punkt gewesen, da vorne und an der Küste, aber leider war da irgendwie nur Bootstour gewesen und die wollten irgendwie 1500 Pesos pro Person haben. Und für die Kinder, das war uns dann doch zu dick. Und stehen konnte man da auch nicht und ja, deswegen suchen wir jetzt weiter. Aber so noch nicht so spät. Mal kurz eine Seitenstraße benutzt. Gucken mal kurz. Nein, wir wollen bloß mal kurz gucken fahren, Sammy. Was wollte er denn gerade machen? Ah gut, das wird natürlich mit dem Umdrehen dann schwierig. Wir bleiben einfach mal hier stehen, würde ich sagen. Das bin ich nicht selber, wa? Also. Wasser ist zumindest erstmal schon mal sauber. So, aber nützlich, wir fahren weiter. Also das ist jetzt, ja. So, zurück, weiterfahren. So, also Nicole wollte eigentlich hier gerade einkaufen. Wir sind hier gerade in so einem kleinen Nest, nennt sich Lerdo de Lajado oder so. Jetzt kommt sie ohne alles wieder. Was denn los? Hello, good afternoon. Hello. Keine Ahnung, was jetzt ist. Hier sind die Plätze wieder überall leckere Fressstände und Gemüse und Obstläden. Oh Gott, ey. So lecker. War schon wieder am. Achso, jetzt müssen wir hier selten machen oder was? War schon wieder am Dingsen. Müssen wir gleich eine Ananas holen, gerade wieder. So, auf
kopiert hat. Standort oder im Navi-Standort, dass das ohne Maut nicht zu erreichen ist, das Ziel. Dann gucken wir mal, was das kostet. Das ist bestimmt für die Brücke oder so, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir bezahlen die 44. Gib mal einen Fuffi her. Autobus. Ich bezahle die Fuffi immer her. Da ist bestimmt irgendwo ein Fuffi drin. Hat es mir 44 hier im Theoretisch schon mal das so ja in Kleen, oder? So, dass ihr mal seht, wie das aussieht. Dass ihr mal seht, wie das aussieht. Was bezahlt er? Weiß ich nicht, ob wir das schon tausendmal gesehen haben. Ah, gut, alles klar. Das hat schon mal funktioniert mit dem. So, hier, Wechselgeld. Gut, hat funktioniert. Funktioniert immer mit dem Fuffi. Er hat eben mal nicht funktioniert, aber. Große und Ganze funktioniert das. Man nur das trainiert, was man bezahlen will. Aber ich glaube, es hat auch so bloß 44 gekostet, weil er hat ja die Schranke relativ fix offen gehabt. So, da ist das Boot, wo unser Alter wieder mitfährt. Nee, macht das nicht. Was ist denn für ein Boot? Ein riesengroßes Schiff. Da drüben. Schön wundert. So, als Inland. Nordland. Und da kommt wieder die Army. Also wir haben jetzt den Mann da vorne irgendwie eine Cola ihm. Er wollte eine Cola haben anscheinend, damit er uns das Tor aufmacht. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier überhaupt richtig sind. Laut Google ja, ob wir denn tatsächlich richtig sind, weiß ich nicht. Ja. Mhm.
hinfahren, ey. Wo man ein bisschen Schiss, dass man sich irgendein Moniereisen einfährt oder irgendwas. So, ja, ich weiß nicht. Also ich würde sagen, wir bleiben hier einfach stehen, weil Jans runterfahren. Naja, ich weiß es nicht. Aber wir müssen es ja nicht riskieren, bis da runter können wir weglaufen. Gut. Hund nehmen wir mit. So, Schuhe anziehen. Korkis bitte. Oder Klapperlatsch. So, gut. Oh Mann, wenn dieser ganze Müll hier nicht wäre, ey. So. Naja, vielleicht können wir dem wirklich ein bisschen Geld geben, dass wir hier über Nacht bleiben können. Überhaupt erstmal gucken, ob wir hier richtig sind. Oh, da ist es. Krass. Größer wie ich dachte. Da steht der Kahn. Krass, krass, krass. Da könnte man übrigens auch hingehen, weil man kann nämlich bis hin laufen und ja, dann einfach an eins von die offenen Türen da unten, aber naja, lieber nicht. Nicht mit den Kindern. So, also. Muss ich so irgendwie nach da hinten kriegen durch den Zuckersand. Oh Mann, ey. Wahrscheinlich werde ich das tragen müssen. Die Quere laden jetzt Spaß. Hey! Leine wickelt. Scheiß Leine ist kaputt. Das Wasser ist übrigens badewannenwarm. So, kommt jetzt gerade eine Kuh nach der anderen hier lang. Also, die Familie hat abgestimmt, das Schiff im Sonnenuntergang zu fotografieren geht nicht. Nee, wir fahren hier wieder, weil, ach, da hinten kommen noch mehr Kühe. Wir fahren hier wieder, weil das ist hier ganz schön sandig. Also bleibt denen einfach alles kleben. So ein, ja, so ein nicht so ein Sand, also ein Strandsand, sondern halt so ein schwarzer, hier so ein, also so ein dreckiger Sand, so ein Parkplatzsand. ja, jedenfalls, also 16 Uhr und die Sonne ist ungefähr da. Und wir fahren jetzt hier einfach noch ein Stück in der Hoffnung, dass wir irgendwas finden. Wobei hier jetzt natürlich sicher und auch Dings, hier Dings hätte, sicher wäre und. Wahrscheinlich oben sonst, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ja, so, jedenfalls geht los. Wir fahren noch ein Stück in Richtung Veracruz, dann können wir morgen nach Veracruz rennen, mal kicken zu der Agentin. Dann fahren wir einfach hin und dann, wie sie gut hat. Jetzt müssen wir erstmal Parkplatz suchen hier, wo wir parken können. So, jetzt wieder zurück. Ach man, wenn der doch nicht alle so vermüllt wäre. Oh. Wenn das nicht alle so vermüllt wäre. Ach, das ist so traurig, ey. Nicole hat gerade gesagt, das ist so ein schönes Land. Ja. Und das ist echt traurig. Wenn wenigstens alles so an einer Stelle wäre. Das ganze Zeug. Wie in Guatemala oder irgendwo, was weiß ich. Da war es ja zumindest einigermaßen sauberer. Naja, da haben sie halt alles im Dschungel irgendwie runter Ägyptenberg, aber auch nicht schön, aber wenigstens auch alles auf einer Stelle, ja, und nicht so und nicht so wie hier irgendwie, dass das so komplett an den Straßenrändern alles voll liegt, ja, also das ist auch nicht überall so.
Ja, Oaxaca war ja sauber. Und auch, wo wir jetzt hierher gekommen sind, von den Wasserfällen da. Also Veracruz, so, also nicht Veracruz, wir sind ja auch in Veracruz. Ich meine, da bei den, wo wir vorhin gekommen sind, von dem Wasserfall bis hierher, war der eigentlich auch sauber. Das ist jetzt halt hier, es hat hier wieder Stadt irgendwie und hier wissen sie wahrscheinlich wieder nicht, wohin mit dem ganzen Scheiß. Schnell was einkaufen und dann ab weiter in Richtung Sonnenuntergang. Aber nicht da, wo er sein soll. Jetzt fahren wir hier mal schnell auf die andere Seite von dem Fluss. Ach, naja, ich sehe schon. Ach, die Straße gibt es hier ohne zum Brechen. Hm. Ist das die Straße? Muss ich noch mal kurz gucken. Aber es sieht fast so aus. Ist ja eine witzige Straße hier. Lauter Carports hier am Strand. Wie Daytona. Geht die Straße hier runter lang? Also laut Internet sollte man hier angeblich sicher stehen können, aber irgendwie so richtig ist uns nicht ganz sicher, obwohl irgendwie die Marine hier gleich um die Ecke ist, aber wir fahren trotzdem weiter. Schon dunkel. Ich müsste jetzt eigentlich noch 10 Kilometer in die Stadt drin fahren, aber hier vorne ist ein kleiner Spielplatz gewesen, also von der Brücke aus zu sehen und sieht hier ein bisschen einigermaßen sicher aus. Und die Marine ist hier auch gerade lang gefahren, oder die Marina, so also das Militär. Die mit den grauen Autos, also die sind immer noch ein bisschen sicherer wie die mit Titan-Klamotten und die mit den und die schwarzen Polizisten. Das ist schön abgestuft. So, naja, jedenfalls weht jetzt hier auch ein bisschen Wind und sind wir einfach mal hier geblieben. Jetzt hoffen wir mal, dass das hier einigermaßen, dass wir hier bleiben können die Nacht. Da, Lani ist noch nass von vorhin.
So. Lani wird schon langsam etwas fuchtig. Ich glaube nicht, dass die hier ein warmes Plätzchen suchen. Die riecht das noch so vom Strand vorhin oder weil wir irgendwo durchgefahren sind. Jetzt zum nächsten. So, guten Morgen. So, da stehen wir. Die Nacht war nicht so sehr schön angenehm, weil es war zwar schön ruhig. Bis auf den ehen Hund, der irgendwie bis um 12 Uhr in so einer komischen Tonlage nervte oder in so einer Bell-Reihenfolge, Abfolge, dass man am liebsten den Hals umgedreht hätte oder die Besitzer. Ja, irgendwie ist hier gestern Abend kein Lüftchen mehr geweht. Stand die Luft hier. So, jedenfalls fahren wir dann heute mal zu dem Büro von der Agentin und gucken, was die sagt oder ob die überhaupt da ist. Und dann überlegen wir uns vorher noch, ob wir denn nach Mexico City fahren zum Flughafen oder nach oder von hier aus fliegen. Natürlich irgendwie am total einfachsten wäre. Ja, weil wie gesagt, jetzt die Familie nach Mexico City zum Flughafen kriegen ist ja jetzt eine Sache, die relativ leicht ist. Ein bisschen komplizierter wird es dann schon, wenn ich dann von hier aus mit dem Hund und der Hundebox nach Mexico City zum Flughafen fahre. Da sind wir jetzt gerade irgendwie ein bisschen am Planen. Naja, gut. Jetzt erstmal Frühstück oder auch nicht, weil es sind jetzt schon irgendwie 32 Grad oder so. Links abbiegen. Hier lang. Ja, jedenfalls fahren wir jetzt irgendwie wieder ins Landesinnere, ein bisschen weiter nach oben, in der Hoffnung, dass es da wieder ein bisschen kühler wird, weil hier ist ja echt, wie gesagt, unerträglich. So, wir waren jedenfalls heute in dem Büro von der Agentin, haben das erstmal alles erklärt. Am 10. muss ich wieder hier sein, also vier Wochen. Und ein Auto abgeben oder den Prozess einleiten, haben sie gesagt. Und Sprung. Und dann, dann sind wir halt mal schnell zum Flughafen gefahren, haben gefragt, wie das mit dem Hund funktioniert. Wenn man jetzt hier so einen Flug hat mit einem Zwischenstopp. Und ja, auch einigermaßen geklärt. Jetzt wackelt das ganz schön hier, wa? Und ja, alles erledigt. Jetzt haben wir unsere Mägen noch etwas gefüllt und jetzt, weil ich noch nicht geschafft habe, zum Friseur zu gehen. So, jetzt fahren wir aber trotzdem erstmal in Richtung Puebla und Philips anlassen. Lassen. Mal hier, sieht man das? Sieht man's? Ich weiß nicht, ob man es sieht. Muss ich mir ohne eine besorgen heute. So, Sprunghügel. Und ja. Jetzt fahren wir jetzt mal in Richtung Mexiko. City. Ja, vielleicht sehen wir den Vulkan nochmal rauf. So, auf jeden Fall. So, wir sind hier kurz vorm Ziel. Da unten geht der Fluss lang. Witzig, weil sie sind über so eine Netze. Man denkt immer so, das ist so eine Art Tarnnetz, weil sie ihre Drogen anbauen, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Vorhin stand jeweils Mais drunter. So, da ist schon ein Indianerzelt zu sehen. Wir sind hier gleich in einer Minute oder so. Jetzt anderthalb Stunden gefahren. Aus Veracruz raus in Richtung Mexico City. Schon wieder alle Berge, obwohl wir nicht wirklich Berge hochgefahren sind. Also von daher ist es schon mal eine schöne Strecke gewesen. So, ich hoffe, dass man hier tatsächlich irgendwie übernachten kann gleich. Weil die Sonne geht mir langsam runter, ist 16 Uhr oder so. Oh, das wird noch eine sehr, 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 sehr lange Fahrt. So, ich habe gerade noch mal vier Mangos gekauft, beziehungsweise Zwerg gekauft. Zwerg hat sie mir geschenkt. Ich überlege, eine Ananas haben, aber ich bin an einer Ananas-Stände vorbeigefahren.
letzten, wo ich anhalten wollte. Die hatten keine. Wie immer. Wie immer. So, wo ist es? 3 Minuten stand ihm gerade drum auf der Uhr. So, ja, angekommen. Ach, der ist ja voll wie Sau. Wo wird das hier? Alter, das ist knapp gewesen. So, also bei dem anderen Platz war es eben gerade nichts, weil die kennen, wissen das schon, irgendein Campingplatz, und da hätte man nur baden gehen können, waren so eine Wasserbecken, so eine schöne, aber viel zu teuer und auch schon geschlossen. Eine große Christusstatue, aber wirklich riesig. So, also der zweite Platz, wo ich hin wollte, der war auch für den Arsch. Da war auch nicht das, was bei Google stand. Jetzt fahren wir weiter. Es ist übrigens schon ziemlich dunkel, was man jetzt hier gerade nicht sieht, weil mein Telefon es relativ hell macht. Zumindest auf meinem Display gerade. Aber ich denke mal, ein paar Minuten geht die Sonne unter. Oh, jetzt hat es mal wieder. Also nicht mal Polizei oder vorne hat Licht an. Was, ey. So, jetzt ist schwimmen, dann bleibt echt nur eine Tankstelle. Ja. Ach, das lief gerade so gut, ey. Mann, jetzt schon wieder so ein Rollerbus vor uns. Die Stadt sah hier auf der Google-Karte übrigens auch nicht so riesig aus, wie sie gerade ist. Ein bisschen vielversprechender aus hier. Wobei das Indianerzelt haben wir vorhin auch schon mal gesehen, wa? So. Die Straße sehen wir jetzt noch von den Maya. Oh, so. Und wie immer gehen wir jetzt noch mal ganz schnell zum Wasserfall runter. Wir müssen ja immer nach unten. Oh, da sieht man schon was. Aber ich glaube, das ist nicht der, wo wir hin müssen. So. Und dann haben wir uns entschieden, fahren wir heute nach Puebla weiter. In die Richtung. Mal gucken, ob wir es schaffen bis dahin heute. Und fahren dann auf dem Rückweg beim noch bei dem Ehenberg vorbei, wo ich unbedingt auch mal rauf wollte. Der liegt nur auf dem Weg nach Veracruz, und die fliegen dann alle von Veracruz aus nach Hause, haben wir uns jetzt überlegt. Und da wir jetzt, wie gesagt, jetzt hier irgendwie notgedrungen irgendwie bei diesem Wasserfall hier gelandet sind, gestern in der Nacht, gucken wir uns den jetzt noch mal an. Stimmt's, Colin? Wenn wir schon mal hier sind, gucken wir uns den noch an. Stimmt's, Colin? Gut. Colin sagt ja. Okay, irgendwas ist mit dem Kamin von irgendwas. Sieh mal meinen faulen Hund an, ey. Wir müssen wieder verweilen auf dem Weg nach unten. Los jetzt! So, wollen wir mal kurz die Nase kurz machen. So, bis vor diese Tor bin ich ja gestern Abend schon. Konnte man das natürlich alles nur erahnen, wa? War ja stockend dunkel. Oh Gott.
Mann, die zieht immer so. Aha. Oh, grieche das sprudelnde Wasser schon. Ui. Wasserfall ist schwierig. So, wenn mit dem dicken Hintern. Wie sieht einladend aus, die Brücke? Die Familie wieder zurückgeklettert? So, und wenn die hier sind, geht's dann wieder ab. Da hoch wieder. Bis nach da oben. Basta und vorbei. Finn, adios und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, den Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Die Glocke.